Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, das Remake. Ja, ich habe immer noch ein bisschen Schiss, weil die Dämmerung naht und wir müssen mal schauen. Erstmal gibt es einen langen Weg hier runter. Habe ich aufgeladen? Ja. Hier, oh, Moment. Das ist eigentlich in der Nähe vom Händler. Normalerweise sollte hier nichts passieren. Ich bin nur gerade am gucken. Wir können das hier runterschießen, aber wir haben ja nichts zum Runterschießen, ne? Also ist eigentlich Blödsinn. Ne, okay, das ist auch Blödsinn. Na gut, okay. Dann gehen wir mal hier durch. Das ist wieder so prädestiniert dafür, dass hier gleich was kommt zum Angreifen. Und ich höre auch immer was keuchen. Ich weiß nicht, ob das Zombies sind neben mir oder ob ich selber keuche. Also beziehungsweise Leon. Da ist ein Krähe. Oh, hat der mich jetzt erschreckt. Das muss sie sein. Das ist toll, aber arbeitet einer. Oh. Gut, der sieht mich aber, oder? Nein, siehst mich nicht? Hat er gerade Nein gesagt? Sehr schön. Das nennt man dann leiser Kill. Okay, ich dachte gerade, da hat sich was bewegt. Also wenn das, oh, die Insignien hier auch, wenn das so ist wie im Original, dann sind hier noch ein paar andere Zombies versteckt. Vermutlich auch direkt hier drin. Oh ja, ich höre es schon. Schießpulver, kann man da nicht einfach durchluken oder so? War das nicht, nein. Ah, okay, gut. Oh, ich dachte, ich müsste jetzt nochmal mit dem Messer nachhauen. Okay. Nein! Wie viel Platz haben wir? Wie viele? Fünf haben wir nur. Ich hasse euch. Aber das ist für. Ah, das ist für Schrotpatronen, oder? Sag mir bitte. Also ja, nicht Schrot, Pistole, meine ich doch. Okay, dann haben wir da zumindest noch mehr von. Das ist schon mal gut. Das ist wirklich gut. Was nur schlecht ist, tatsächlich, ist, dass wir da jetzt. Nein, nein. Ich wollte das einmal drehen. So. Nein, so. Damit wir trotzdem nochmal drei frei haben. Okay. War hier nicht irgendwas, ich bin gerade am Überlegen, war hier nicht irgendwas auf dem Friedhof, dass man was lesen konnte oder so? Dass man da irgendwo eine Inschrift lesen konnte, ich weiß es nicht. Ich meine, die haben ja alle so diese komischen Insignien hier drauf, ich weiß nicht. Da haben sie sogar zweimal die gleichen. Oh, kommt hier was? Kommt hier was? Kommt hier was? Kann die nicht hier oben durch das Tor durch? Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe jetzt nichts. Also im Original war es, glaube ich, so, dass da so ein, zwei Trollers irgendwie noch standen und dann immer so mit dem Kopf am Wackeln waren. So, ich habe es ein bisschen mit dem Kreislauf, so eine Art. Aber hier kann man scheinbar wirklich nichts lesen. Das verwirrt mich ein wenig. Zur Kirche müssen wir, aber ich kenne ja noch das Original. Da wird es wahrscheinlich hier gleich sein. Da kommen wir nämlich gleich nicht rein. Alter, geht's noch?
Verdammt! Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One endet. Haben meine müden Augen doch richtig gesehen. Sehr schön. Ring mit roten Edelsteinen. Der scheint auch schon fertig zu sein. Hier kommt jetzt so nichts. Ne. Kleine Löwen drauf, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier kann nichts kommen. Okay, da kommt man auch dahin. Irgendwie oben, außen, unten, keine Ahnung. Irgendein Außenbereich. Wir gehen erstmal hier drin. Hier rein, meine ich. Schießpulver, das ist ganz gut. Da können wir theoretisch rein. Ich weiß nicht, ob wir es wollen. Habe ich eben... Ne, ich habe nicht aufgeladen. Okay, okay, wir wollen. Hier ist ein Speicherpunkt. Sehr schön. Insignienschlüssel. Den können wir aber hier nicht... Achso, nee, das ist mein Insignienschlüssel, aber ich brauche natürlich einen kleinen Schlüssel. Das war Quatsch, was ich erzählt habe. Das ist sie. Wir suchen sie. Ashley sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Ja, das war ja klar, ne? Hier können wir nichts sehen. Ich sag mal, das haben wir ja schon verstanden. Wenn jetzt hier ein Zombie aus dem Schrank rausgesprungen kommt. Weil das ist ja eigentlich ein Safe Room. Karte des Seeufers. Oh Gott. Ein Störenfried von außerhalb ist nach dem Mädchen gekommen. Schließt sie in der Kirche ein und wartet auf weiteren Befehl unseres Herrn. Verschließt die Kirche und versteckt den Schlüssel in der Höhle auf der anderen Seite des Sees. Die Kreatur wird sich des törichten Eindringlings annehmen. Ja, und ich vermute mal, die Kreatur, von der die reden, ich weiß ja, worum es geht, ist wahrscheinlich da, wo das X gerade ist. Da haben sie ihn das letzte Mal gesehen oder so. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung. Oh, hier gibt's noch mal... Kann man noch mal runter? Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber da man hier noch mal runter kann, würde ich sagen, ich speichere noch mal ganz kurz. Weil, sind wir mal ehrlich, das ist jetzt nur das Let's Play. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt darauf achte, ob, dass ich jetzt nicht viel speichere oder irgendwas. Deswegen, geh doch mal da runter. Hallo, Leon, spring! Wag es dich! Ist denn der jetzt hier an der Ecke? Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, dass wir jetzt hier reingekommen sind. Ich denke, dass wir hier jetzt auf der Rückseite... Das ist der schwarze Bereich hier, wahrscheinlich, ne? Dass wir auf der Rückseite auskommen von da, wo wir eigentlich hingehen wollten. Es kann natürlich sein, dass die Tür jetzt draußen verriegelt ist und ich da auch nicht weiterkomme. Ich bin mir nicht sicher. Ich will immer Revelio machen, damit ich meine Umgebung aufdecke. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich! Da bin ich... Ja, ich bin auf der anderen Seite der Tür. Okay. Oh, die ist tatsächlich verschlossen gewesen? Nee, jetzt habe ich sie verschlossen. Nee, jetzt habe ich sie aufgemacht. Hätte ja sein können. Na gut. Ist jetzt aber die Frage. Ich wollte eigentlich noch mal kurz vorher hinter... Sind wir da ausgekommen? Was natürlich gut war, damit wir die öffnen konnten. Ich wollte eigentlich vorher noch mal hier reingehen. Tut mir auch leid, dass ich immer so leise bin, aber ich höre dann immer, ob hier ein Zombie kommt. Und wenn der natürlich immer so, so komisch am Röcheln ist, als ob der da irgendwie sonst was für Probleme hat, dann denke ich immer, das sind irgendwelche Zombies und werde noch leiser. Grabschänder, diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, in Frieden zu ruhen, denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann nicht irgendjemand die Wappen auf ihren Grabstein zerstören?
Auftrag, die Wappen auf den Gräbern zerstören. Okay, von 2 Stück Zwillingen. Zwillingen, sind das zufällig diese Dinger? Oh, rot heißt wahrscheinlich, können wir nicht mehr nehmen, oder? Elegante Haarschmuck, gut, den können wir immer nehmen. Da brauchen wir, glaube ich, nichts dran zu machen. Wollt ihr mich jetzt verarschen hier? Kommen die gleich hier über die Mauer drüber gesprungen? Ich habe doch nur Haarschmuck gefunden. Ich habe doch gar nichts groß gefunden. Ja, können wir nicht mitnehmen, weil wir einen Platz zu wenig haben. Boah, und ich kann auch wirklich so gar nichts machen, gerade an Munition oder sonst was. Das ist so... Oh. Was ist denn das überhaupt gewesen? Rohstoffe L. Ja, theoretischerweise... Oh, aber der hat schon... Der hat das Messer schon gut abgenutzt hier. Hm. Das heißt, wir haben nicht mehr so viele Versuche mit dem anderen Messer, so wie es aussieht. Ja, ich... Rohstoffe L sind, glaube ich, die Bolzen. Oder tue ich das Hühner... Ich mache das Hühnerei. Mal ich wegkommen. Es ist ja alles für ein Eimer im Endeffekt. Bin ich ganz ehrlich. So, jetzt haben wir gar keinen Platz mehr. Wunderbar. Okay, ich kann jetzt hier aber noch nicht sehen. Wir müssen aber dann nochmal kurz... Achso, kommen dann auch nochmal neue? Das kann natürlich sein, weil ich jetzt einen Auftrag habe. Sollten wir vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger sein und nicht einfach so durchpreschen. Obwohl, ich sehe jetzt so auf Anhieb nichts. Achso, nee, das war nur die Mauer. War das hier mit den 2 gleichen? Ja, genau. Muss ich wahrscheinlich drauf schießen, oder? Ach, da oben ist was. Ich wollte gerade sagen, wenn ich so ein Geräusch höre, muss ich immer gucken. Gucken, was das ist. Weil das kann natürlich auch, das kann mal sowas sein wie jetzt. Ah, Smaragd. Smaragd, sehr schön. Sehr, sehr geil. Den können wir noch auf der Seite einsetzen. Und dann können wir das Ganze beim Händler verkaufen. Sehr geil. Jetzt ist die Frage, der war unten beim Gemeindehaus. Das sind ja eigentlich nur ein paar Meter, ne? Ich würde sagen, wir machen das kaputt und gehen zu den... Was mache ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich laufen. Gehen zu ihm nochmal zurück. Kann man da... Kann man... Ah, ja, perfekt. Okay. Sehr schön. Dann können wir das nämlich nochmal kurz abgeben. Ich meine, braucht man natürlich nicht, ne? Aber vielleicht können wir noch irgendwas tunen oder so in der Zwischenzeit. Da muss ich nochmal eben gucken. Es wäre natürlich ganz geil, wenn wir das machen könnten, bevor wir jetzt da hinten vermeintlich viele Zombies killen. Gute Arbeit. Ja, danke schön, oh, was danke schön. Kann ich dir Gutes tun? So, ach nee, verkaufen muss ich jetzt. Eleganter Haarschmuck. Lässt sich sicher verkaufen. Kann man ja auch nichts mitmachen. Alles. So wie ich das gesehen habe. Deswegen den verkaufen. Dank. Ring lässt sich sicher verkaufen. Sehr schön. Zack. Ein hervorragender Deal. Alter, 36.400. Weg damit. Danke. Ich habe zu danken. Ja, dann können wenn du wir... Wenn du nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, Alter, ich weiß. die Bolzen würde ich auch ganz gerne verbessern, aber da wir bestimmt auch... Ja, die Angriffskraft könnte man natürlich auch schön verbessern, ne? Aber ich würde sagen, das ist jetzt das Schrotgewehr, ne? Nee, das ist die Flinte.
Also für mich ist das die Schrot, auch wenn es Flinte heißt. Da würde ich sagen, machen wir noch mal einmal höher. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Hm. Auf die Details kommt's an. Ja, ja. Wirst schon sehen. Halt doch mal die Klappe. Die könnten wir jetzt theoretisch noch einmal höher machen. Dann hätten wir 30.000. Dann könnten auch wir die sogar noch ein zweites Mal höher machen. Etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Ja, 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 ja. Deswegen bin ich gerade am Überlegen. Ich würde sagen, die machen wir tatsächlich noch mal einmal höher. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Weil ich weiß nicht, welcher Boss noch kommt. Ich weiß, das Viech auf dem Wasser, El Lago oder Del Lago, keine Ahnung, wie er hieß, der kommt noch. Eine aber da brauchen wir halt keine Waffen für. Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Na, danke schön. Dann würde ich sagen, bevor ich da irgendwelche anderen Sachen noch mache, obwohl kann ich da die Kapazität noch, die könnte ich sogar, mit 10.000, aber ist die Frage, ist das so schlimm? Ich würde die schon gerne noch verbessern, aber ich würde auch gerne, mach mal hier Magazingröße. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand angenehme Reise. Ja, danke schön, danke schön. Ja, weil ich würde das nämlich auch... Achso, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind. Es tut mir leid, ich schneide es auch raus, damit es nicht so lange dauert. Dir fällt mit Sicherheit was in. So. Dann haben wir das schon mal. Ja, ich weiß, das ist nervig mit dem zwischendurch Speichern, aber ihr kriegt ja fast gar nichts davon mit. Ihr kriegt zwar mit, wenn da so ein kleiner Cut gemacht wird, natürlich. Aber ansonsten, da geht jetzt keine Zeit dran flöten oder so. So. Dann müssen wir jetzt quasi das Ganze von außen, beziehungsweise die Leute von außen bearbeiten. Hier kann ich jetzt durch. Da habe ich jetzt soweit alles erledigt und da können die von links aber theoretisch auch noch kommen gleich. Was habe ich jetzt hier? Pistole, ich habe Scharfschützengewehr, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Achso, Moment, ich wollte hier nochmal eben gucken. Kann ich ihn damit herstellen? Theoretischerweise Bolzen. Ach nee, da müsste ich ja wieder Messer machen. Oder Gewehrmunition. Dazu bräuchte ich dann aber 10. Oder Blendgranaten. Dazu bräuchte ich 5. Wäre mir ehrlich gesagt die Blendgranate lieber, weil es nämlich, wie gesagt, bald dunkel ist. So. Jungs, ich habe gehört, ihr wollt spielen. Ich bin da. Da bin ich eben rausgekommen, ne? Ich hoffe, da kommt jetzt keiner von denen raus. Was ist das denn? Lego. Ja. Was mich irritiert ist, dass ich so viele gehört habe und jetzt keinen sehe. Ist das der hier? Ja, ne? Geht doch. Na, wo seid ihr? Da oben ist noch einer. Die Frage ist jetzt... Wirft der, weil dann würde ich nämlich ungern, da oben stehen sie. Dann würde ich nämlich ungern hier in der Nähe von dem roten Ding stehen. Jungs, kommt. Put, 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 put. Er hat mich gesehen. Na komm. Na komm. Bring deine Jungs noch schnell mit, sonst verpassen die das Vergnügen. Voll zerfetzt. Einfach nur geil. So, komm her. Genau. Du kannst werfen, der oben nicht. Was hat der denn gemacht?
Oh, shit, der kann auch werfen. Komm, komm, komm. Okay, unten habe ich, glaube ich, noch was gesehen, oder? Bin mir nicht sicher. Ist der Nachteil, wenn man die Musik extra ausgeschaltet hat, wegen lizenzrechtlichen Gründen. Beziehungsweise aus Lizenz... Oh, der zittert sogar noch da oben. Der Arme. Okay. So, ich muss drauf eingestellt sein mit den... Mit den Zombies! Oh. Fuck, wo kamst du jetzt her? Kommt da noch einer? Ich wollte gerade noch sagen, ich muss eingestellt sein, dass hier eine Schlange rauskommen könnte, aber... Oh, da ist sogar einer. Oh. Alter. Habe ich... Der doch 22 Schuss habe ich da drin. Schießpulver. Nein! Was machst du denn? Achso, der nimmt aber bis 10 nimmt er dann. Okay, das ist zumindest was Gutes. Dann kann ich das Ding jetzt benutzen. Für Gewehrmunition. Die haben wir ja noch hier drin. Theoretisch. Wäre besser als Bolzen, glaube ich. Ja, ja, da haben wir ja sonst... Ja, oder Blendgranaten, aber... Dann habe ich noch eine Blendgranate. Oh Gott, nee, ich mach mal Gewehrmunition, komm. Ja, natürlich nimmt er dann 2. Es war so klar. Es war einfach nur klar. Machen wir das hier rein. Wir können jetzt aber keine Schlange mehr mitnehmen, ja? Okay, von da kommt anscheinend keiner mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob von da jetzt noch einer kommt. Ja, auf jeden Fall noch jemanden. Ja, ich höre auf jeden Fall noch jemanden. Kommt der runter oder muss ich hoch? Oh, fuck. Ja, lauf. Dreh dich doch einfach mal um. Von unten kam gerade was, oder? Fickt euch doch alle. Entschuldigung, ich wollte das nicht sagen. Sie hat's geworfen. Ich hab's mitbekommen. Oh, was? Dumme, alte, blöde. Oh nein. Nein, 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 nein. Boah, jetzt habe ich mich die ganze Zeit über nicht heilen müssen. Und dann kommt da so eine blöde Kuh an und wirft hier Dynamit auf mich. Ich glaube, takt. So. Ah, nee, da war ja nichts, was ich einsammeln kann. Moment, jetzt muss ich ja erstmal wieder... Nee, der ist schon aufgeladen. So. Da war doch noch einer. Wo ist der denn jetzt hin? Wäre ich da mal nicht hochgegangen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ach, der steht noch da oben. Bei dieser Dreckskerl, ja. So. Hast du jetzt davon. Ich wollte ja einfach nur in Ruhe mal was looten, aber du musstest mir ja alles kaputt machen. Und mich fast kaputt machen. Oh Gott, jetzt haben wir gar keinen Platz mehr frei, ne? Oh, wir haben so viele Handgranaten. Ich meine, das ist schön irgendwie auf einer Seite, aber auf der anderen Seite. Oh. Ist hier noch irgendjemand versteckt oder so? Hier nicht.
nur ein kleines Problemchen. Oh, da ist was zum... Wenn ich das abschieße, kann ich das dann looten? Das ist jetzt die Frage. Ich probiere es einfach mal. Ist auf jeden Fall ganz unten irgendwie am Wasser. Ich weiß halt nur nicht, ob wir da hinkommen. Okay, das geht noch viel weiter. Oh Gott. Ich habe nur ein Problem. Ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit. Nicht gut, gar nicht gut. Der war gut. Okay. Das zittert hier so komisch. Breche ich hier jetzt gleich runter oder was? Das wäre nämlich nicht so schön. So, Peseten. Würde ich ins Wasser reinbrechen. Das wäre wirklich nicht so schön. Das kann ich nochmal eben aufladen. So. Ich hoffe, die Dinge halten mich aus. Oh, es ist dunkel. Es ist dunkel. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich höre es schon piepen. Okay. Steinbruch. Befürchte, ich weiß nicht, was kommt. Was ist das denn? Oh, Schießstand. Okay. Da ist die Falle. Okay. Ich gucke aber mal eben auf der Seite. Das war aber, glaube ich, die Sackgasse, ne? Ja, das war die Sackgasse. Gut, dann holen wir das erstmal kurz. Haben wir jetzt nichts, womit wir das Schießpulver machen können. Nee. Ding. Essen ist fertig. Okay. Wir müssen da hoch, das ist mir schon klar. Okay. Na gut. Ich bin gerade sehr angespannt. Das tut mir wirklich leid. Aber ich glaube, das erste Mal, wenn man hier rumkommt, passiert, glaube ich, noch nichts. Hoffe ich zumindest. Sonst habe ich ein Riesenproblem. Oh, fuck. Schießpulver und... Also Schießpulver könnte ich noch eins nehmen. Okay. War das Krähen oder war das jetzt... Was ist hier? Möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Mhm. Ich weiß es. So, Kampf der Medaillons 2. Oha, scheiße. Gibt es irgendjemanden, der diese blauen Medaillons beseitigen kann? Das Gebiet ist mit ihnen verseucht und ich bin ihre Gegenwart leid. Alle blauen Medaillons zerstören. Im Steinbruch und auf der Fischfarm. 5 Stück. Steinbruch, das wäre dann hier. Und... Wieso zeigt der mir jetzt das Medaillon an? Ach, nee. Hat das was mit der Schatzkarte zu tun, die ich gekauft habe? Das ist ja geil. Ich glaube, das war im Original auch. Ehrlich gesagt, aber das ist doch die, ja, das ist die Stelle. Das ist aber die Blendgranate, die ich jetzt gerade ausgerüstet habe, oder? Moment. Man sollte es ja normalerweise nicht machen, muss man dazu sagen. Aber ich werde jetzt mal... Oh, da war ein Hund. Da war ein Hund. Fuck. Den habe ich nicht gesehen. Das ist noch einer, ne? Das ist noch einer. Komm.
Ja, komm. Ich weiß nicht, ob die auch so einfach kaputt zu kriegen sind. Das war die falsche. Mit der Pistole. Oh, diese Hunde sind echt so eine scheiß Idee. So. So, der Hund hat nochmal 200 gebracht. Hat hier nicht gerade was geknurrt? So, das waren jetzt 250. 300. Ach so. Och, und ich habe gerade gedacht, das wäre noch ein Hund. Alter. 300 ohne Handgranate. Und Pistolenmunition haben Vögel auch in der Regel immer dabei. Genauso wie Saphire. Gut, das könnte vielleicht noch sein, weil die klauen irgendwo, aber... Und da auch nochmal 100 Peseten. Sehr schön. Also hier wird auf jeden Fall noch ein Bosskampf stattfinden. Ich habe jetzt schon ehrlich gesagt totale Panik deswegen. Ich hoffe, es ist wie im Original, dass es erst losgeht, wenn wir wieder zurückgehen. So. Schauen wir hier nochmal nach. Wir haben jetzt gut Geld bekommen, ne? Und wir haben immer noch keinen einzigen Platz frei. Ihr könnt mich doch mal, Leute. Aber wir werden uns ganz viel heilen müssen, sobald das losgeht. Das weiß ich jetzt schon. So, hier kommen wir auch nicht rein. Das ist alles so verbarrikadiert. Moment. Das irgendwo oben links eine Medaille. Ach, da! Kriege ich das so hin? Ja. Sehr schön. Okay. Hier geht's noch weiter. Kommt da nichts? Okay. Kann ich doch damit, oder? Nee? Ach so, ja, der sieht anders aus. Stimmt. Das ist so ein Wegschrein, ne? Die haben ja andere Schlüssel. Moment, das ist lila. Lila hört sich gut an. Also, beziehungsweise sieht gut aus. Ach so, hier ist eh zusammengekracht. Das sieht auch gut aus. Nein, nein. Fug, fug. Aber die können wir noch liegen lassen, immerhin. Da ist nichts. Lila ist immer gut, rennen wir einfach rein. Wenn jetzt Zombies kommen, die lila angezogen sind, dann haben wir halt Pech gehabt. Okay. Guten Tag, der Händler. Oh, da geht's mit einem Aufzug runter. Sieh dich um, dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Ja, ja, so einige Sachen. Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Die nenne ich gerne. Aber mit unendlich Schuss, das wäre richtig geil. Okay, was haben wir hier? Händlertipp. Hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wäre es, wenn du sie verkaufst und mit der Extrakohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt? Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in ihrer Verbesserung gesteckt hast, zurück. Ah! Oh, das ist cool. Also nahezu heißt nicht alles, aber immerhin... Es gibt keinen Hakenpartner. Wir wollen nur dein Bestes. Achso, ich habe gerade gelesen, wir wollen nur dein Geld. Aber können wir nicht einfach so von den 20.000 Munitionspäckchen, die wir hier haben, können wir da nicht einfach, Moment, da mache ich mal eben einen Screenshot von, können wir die nicht einfach mitnehmen? Das wäre ganz schön. Hier ist so ein schöner Bereich, den man erkunden... Moment, was habe ich da gerade gehört? Habe ich da was gehört? Oder war das jetzt Zufall? Ja, anscheinend doch nicht. Hm. Na gut. Ich dachte, ich habe so ein Quieken gehört. So dieses... Ne? Das können wir öffnen. Können wir es auch rausnehmen? Sechseckig. Ja doch, das können wir rausnehmen. Sechseckiges Stück Teil A. Ah, das müssen wir dann zusammenstecken. Was ist das hier eigentlich? Haben die da alle Hasen drin gehalten? Oder... So, also wir können da noch runter. Moment, jetzt muss ich mal gucken. In der Ecke ist sogar der Schießstand angezeigt. Ja. Wir haben echt noch eine Menge zu tun, aber eigentlich viel zu wenig. Was kann ich für dich tun? Viel zu wenig Zeit, zumindest in dieser Folge. Jetzt gucke ich hier nochmal eben. Können wir da... Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden.
Ja, Nachladegeschwindigkeit, okay. Ich würde aber eigentlich lieber darauf sparen, dass wir erstmal Magazingröße verbessern. Da wäre das dann vielleicht eher bei solchen Sachen an. Oder jetzt gerade auch hier zum Beispiel. Da könnte man wirklich Nachladegeschwindigkeiten machen, wenn man dafür das Geld hat. Die Frage ist jetzt, das Messer ist jetzt noch nicht so Ich habe nur die feinste Haben wir noch Ware im irgendwas? Achso, die Angebotsfenster. V-Pack können wir noch verkaufen. Genau, dann haben wir nämlich schon mal. Hallo? Achso. Ich wusste, du Dann bist haben wir ein schon mal Macher. zwei. Das ist natürlich alles nicht. Wobei, wie gesagt, meine Kräutermischung könnte ich mal, aber ich warte erstmal den Boss ab. Ob Das Rubine definitiv. Was oder ist das denn Ramsch, es hier? macht keinen Unterschied. Ach, das Aber sind die wir entscheiden, Anhänger. was es uns wert ist. Ach, willst du mich denn veräppeln? Du kannst die Anhänger verkaufen für vergleichsweise günstig Geld. Wenn man das jetzt aus Versehen verkauft, dann hat man die Anhänger nicht mehr. Ach du Schande. Okay. Also nicht okay. Finde ich gemein. Saphir und Rubin. Ja, Wäre gehen wir das mal dann Gold raus. jederzeit? Moment. Ja, komm jederzeit vorbei. Wir haben aber nichts mehr, wo wir die jetzt überhaupt reintun können. Nee, dann ist Schon es okay. wieder. Ja, dann würde ich fast sagen, hier haben wir jetzt so nichts mehr, was wir einsammeln können. Da ist noch eine Doppeltür. Da bin ich gerade hergekommen. Okay. Man kann sich ja mal vertun. Ich vertue mich halt ständig. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und in der nächsten Folge können wir uns dann erstmal den Schießstand zu Gemüte führen. Ich hoffe, das ist wie im Original, weil ich meine mich zu erinnern, dass man da zum einen irgendwie Preise gewinnen kann, auch wenn das, glaube ich, jetzt nicht so dolle war, was dann herauskommt. Aber zum anderen man auch keine eigene Munition verballert. Hoffe ich zumindest, dass sie das so beibehalten haben und dass ich mich richtig erinnere. Und ja, was wir dann auch noch machen werden in der nächsten Folge, ist den ganzen Bereich hier zu erkunden. Da ist zum Beispiel auch noch mal was zum Abschießen. Ach, da müssen wir auch hin. Zwischenziel. Zwischenziel? Schlüssel für die Kirche. Okay. Ja gut. Da sind aber auch noch mal welche. Müssen wir mal gucken, wie wir da dann hinkommen oder was wir da machen können oder. Ach, da habe ich noch das Zeug liegen gelassen. Naja, ich habe eh keinen Platz. Da müsste ich drei Plätze für haben. Und die habe ich nicht. Wobei, wenn ich das jetzt natürlich hätte, muss man dazu sagen, hätte ich jetzt noch mal was machen können. Aber das dann auch wieder auf gut Glück und überhaupt und. Nee, da lasse ich lieber die Finger von. Dann habe ich halt vielleicht eins mal nicht genommen. Ja, gut, das ist dann halt eben so. Ja, also wie gesagt, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, was wir hier alles noch so finden. Schauen uns mal beim Schießstand um und überhaupt. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Vor allen Dingen auch darauf zu gucken, was ist jetzt so geblieben wie das Original. Ich meine, ne, Optik, habe ich ja schon diverse Male gesagt, ist definitiv wesentlich besser. Auch wenn man hier so ein Flimmern hinten links beispielsweise immer mal wieder hat. Ja gut, ich habe die höchsten Einstellungen eingestellt. Ich habe wirklich alles reingeknallt, was ging. Mein PC schläft dabei immer noch, aber es wird halt trotzdem nicht besser, ne? Also das Haar von Leon hätte man vielleicht ein bisschen realistischer machen können oder zumindest so, dass es nicht so fettig aussieht, das Flimmern ein bisschen weg. Aber wenn man das jetzt, also wenn man nicht so kleinlich ist, sage ich mal, es ist ja eine Hammer-Hammer-Grafik. Ich meine, wer das Original kennt. Ich meine, es sind auch wesentlich mehr Sachen so dazu gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. So kleine feine Details und das ist einfach richtig geil. Also kann ich nicht anders sagen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.